6 Billionen Euro, also 240 Milliarden jährlich über 25 Jahre. So viel würde die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft kosten. So das Ergebnis einer Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey vom Oktober 2021. Würde dieser Betrag aus Steuermitteln finanziert, entspräche dies rechnerisch dem gesamten Vermögen der Bundesbürger und jährlich etwa 2/3 des Bundeshaushalts. Die gegenwärtige Energiekrise ist mit angeheizt durch die deutsche Energiepolitik. Die Energiewende steht vor dem Scheitern. Es drohen Niedergang und Abwanderung von Unternehmen. Die Lager sind verfeindet, die Diskussionen vergiftet. Jetzt soll eine Tagung die verhärteten Fronten in der Energiediskussion lösen. Ich habe im Vorfeld mit einigen Experten über die Ausgangssituation gesprochen. Heute mit Herrn Reinhold von Eben-Worlé, Vorsitzender des Verbandes der Familienunternehmer. Bevor wir jetzt in Details einsteigen, Herr von Eben-Worlé, wie viele Unternehmen vertreten Sie? Wir vertreten über 6.500 mittelständische Unternehmer und Unternehmerinnen, also ganze Bandbreite durch die deutsche familiengeführte Wirtschaft. Und dahinter stehen ja dann außer den Familien, die die Unternehmen auch tragen, eben ja noch viel mehr Menschen, weitere Unternehmen, Zulieferer und so weiter. Das kann man wahrscheinlich kaum bemessen. Also eine veritable Größenordnung. Ja, wir unterscheiden uns da sehr deutlich von vielen anderen europäischen Ländern. Und deshalb geht es uns ja auch wirtschaftlich besser. Und wir sind auch besser durch die Corona-Krise gekommen als viele andere Länder, einfach durch diesen starken Mittelstands-Backbone. Sie haben seit Monaten ganz dringlich darauf hingewiesen, dass eben nicht nur vom Ausgang der Wahl, sondern auch von einer vernünftigen Energiepolitik der Bestand vieler Unternehmen abhängt. Wie ist heute, also noch vor Zustandekommen der neuen Regierung, Ihre Sicht auf diese Zukunft? Ja, ausgehend von der EU-Kommission und der Verkündung des European Green Deals und dem darauf aufgesetzten, umfassenden Programm Fit for 55 hat sich die EU-Kommission für alle europäischen Länder einen sehr couragierten Rahmen gesetzt, den wir versuchen müssen, in der Wirtschaft und vor allen Dingen in der produzierenden Industrie in ganz Europa nachzuhalten. Dabei setzt die EU bisher nur den Rahmen, sagt aber nicht, wie dieser ausgefüllt werden soll. Und wir von der Wirtschaft nehmen diese Aufgabe sehr ernst, weil es hängt unser Schicksal daran, unseren Kontinent und die ganze Welt darüber hinaus klimaneutral zu machen, wobei Deutschland natürlich mit 2% der Weltemissionen nur einen gewissen kleinen Anteil ausmacht. Aber wir sind natürlich als Pilotland oder als Beispielland für viele andere Länder federführend und auch als Nachfolgemodell sinnvoll anzusehen, falls es uns gelingt, diese Energiewende so umzustellen, wie sich das die Politik wünscht und von uns erwartet. Nun haben Sie ja eine ziemliche Regelungswut beklagt, die den Mittelstand belastet. Wenn man den Worten der Bundesumweltministerin folgt, dann ist die Energiewende aber eher mit mehr statt mit weniger Regelungen umsetzbar. Wie sehen Sie die deutschen Regelungen im Kontext der europäischen? Deutschland hat von Anfang an, also schon mehr als 20 Jahren, immer seine eigenmächtigen nationalen Regelungen eingeführt, die großteils die europäischen Regelungen konterkariert haben. Zum Beispiel das Erneuerbare Energiegesetz, was die deutsche Wirtschaft jährlich mit 16 Milliarden Euro
belastet und mit ungefähr derselben Summe auch die Verbraucher, hat dazu geführt, dass wir über fast 20 Jahre viel zu niedrige europäische CO2-Zertifikatepreise in Europa auf dem Strommarkt gesehen haben, was dazu geführt hat, dass viel zu wenig erneuerbare Energie auch zum Teil ausgebaut wurde, sodass wir uns alle jetzt in ganz Europa mit überbordend schnell anwachsenden Energiepreisen konfrontiert sehen. Wir haben eine Verdreifachung beim Strom allein in den letzten 3 Monaten gehabt und über eine Verdoppelung bei den Gaspreisen. Und das wird eine fundamentale Wirkung auf die Konkurrenzfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie im internationalen Kontext haben. Und das ist Ausdruck einer verfehlten nationalen deutschen, aber auch einer verfehlten europäischen Politik, die sehr stark auf planwirtschaftliche Instrumente wie das EEG gesetzt hat und sich nicht an marktwirtschaftlichen Instrumenten wie einen sektorübergreifenden, das heißt für alle Primärenergieformen geltenden Energiehandel, CO2-Zertifikatehandel ausgesprochen hat und der dazu geführt hätte, dass wir es marktwirtschaftlich sehr viel günstiger und auch sehr viel schneller hätten umsetzen können. Ja, nun scheint ja die Politik, zumindest wenn man jetzt mal die bisherigen Äußerungen für bare Münze nimmt, an der eher planwirtschaftlichen Systematik festhalten zu wollen. Man spricht ja sogar offen davon, dass man eine, sehr euphemistisch eine angebotsorientierte Energieversorgung haben will. Das liefe ja darauf hinaus, dass die im Grundgesetz festgeschriebene Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, sondern dass Energie nur nach Verfügbarkeit dann bereitsteht. Das sehen wir ja bereits in Form der Abschaltung einzelner Betriebe. Ist das eine Basis für eine funktionierende Wirtschaft? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja mit sehr viel Aufwand eine Industrie hochgepäppelt, die erneuerbare Energie erzeugt. Insgesamt hat dieser Aufwand allerdings dazu geführt, dass wir nur einen ganz geringen Teil, also weniger als ein Fünftel unseres Primärenergiebedarfs über erneuerbaren Energien decken können. Und 4/5, also 80%, werden nach wie vor konventionell über kohlenstoffemittierende Kraftwerke oder zum kleineren Teil noch über Atomkraftwerke erzeugt. Und diese Atomkraftwerke werden innerhalb der nächsten 2 Jahre abgeschaltet, sodass wir noch mehr auf die klimagaserzeugenden Kraftwerke angewiesen sein werden und überhaupt nicht absehbar ist, wie wir es schaffen wollen, mit den erneuerbaren Energieanlagen, die darüber hinaus nur einen Bruchteil der Jahresstunden überhaupt Energie liefern können, wie wir damit unsere Wirtschaft und Energie, aber auch die Verbraucher sicher mit Strom versorgen können. Und da hängt ja vieles dran, zum Beispiel die Wärmeerzeugung in den Haushalten, die Gas- und Ölheizung sind ja alle energiegesteuert, alle stromgesteuert. Und wenn der Strom ausfällt, dann sitzen wir allesamt im Kalten, nicht nur die Industrie. Dann ist ja der Ruf nach immer mehr erneuerbaren Energien fast jeden Tag zu hören. Aber das ist ja ein Ruf nach einer Energieform, die uns ja in der Vergangenheit auch nur sehr bedingt geholfen hat. Denn da ist ja nur das schwächste Glied in der Kette sozusagen der Risikofaktor. Und wenn wir keinen Wind und keine Sonne haben, dann treten eben andere Kraftwerkssysteme in die Leistung ein und wie Sie sagen, eben dann nicht sehr klimafreundlichen Bedingungen. Aber die Verteuerung ist ja offensichtlich weiter erwartbar. Die Verteuerung befindet sich gerade erst am Anfang dessen, was wir alle noch zu erwarten haben. Wir haben ja jetzt schon teilweise Strompreise im Import von 250 Euro pro Megawattstunde bezahlt. Das ist ein Vielfaches von dem, was wir beispielsweise noch vor einem Jahr für Strom bezahlt haben. Und das liegt
einfach an der knappen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energie und die Voraussicht, dass die Kraftwerke ihre knappen Ressourcen, also viele Kraftwerke wurden ja auch inzwischen geschlossen, teuer in Zukunft verkaufen werden. Und die haben sich gleich doppelt abgesichert. Sie haben sich zu Zeiten, als CO2-Zertifikate günstig waren, großen Umfanges mit diesen eingedeckt. Und damit versorgen sie jetzt die Bürger und die Industrie zu sehr viel höheren Preisen, sodass dort die Gewinne in den nächsten Jahren kräftig sprudeln würden. Allerdings bleibt dabei viel auf der Strecke, vor allem die energieverbrauchende Industrie. Und das ist unsere Sorge und deshalb unser Petitum. Deregulierung, damit wir schneller erneuerbare Energien aufbauen können. Und falls dieses politisch überhaupt denkbar ist, Überlegungen, wie man die Atomkraft auch zukünftig noch für die Grundversorgung unserer Bevölkerung mit preisgünstigen Strom heranziehen kann. Aber das ist eine politische Diskussion, die sicherlich die nächsten Monate und Jahre geführt werden muss. Für die bestehenden Kraftwerke kommt das zu spät. Aber man ist ja nie gefeit davor, doch neue Erfahrungen zu machen. Und auch der technische Fortschritt in der Sicherheit von Atomenergieanlagen ist deutlich vorangegangen. Viele andere Länder setzen inzwischen auf Atomkraft. Wir werden sehen, wie diese politische Diskussion in Deutschland weitergeführt wird. In Frankreich ist das kein Thema und in anderen vielen anderen europäischen Ländern auch nicht. Dort wird man CO2-neutralen Strom auf Basis von Atomkraft erzeugen und weiterhin die heimische Industrie mit günstigen Atomstrom versorgen, wogegen wir mit unseren teuren erneuerbaren Energien große Schwierigkeiten haben werden in Zukunft. Ja, was man natürlich braucht, ist auch Planungssicherheit, um Investitionen darzustellen und Ähnliches. Nun hat aber der Bundesrechnungshof kritisiert, dass die Regierung in der Vergangenheit, und das ist eben auch die Frage, ob das in zukünftige Regierungen machen werden, dass eben für verlässliche Werte zur Energieversorgung gesorgt wird, dass verlässliche Vorausschau ist, dass überhaupt mal eine Transparenz über die zu erwartenden Entwicklungen und Kosten und die Auswirkungen auf das Verhalten der Wirtschaftsakteure einfach absehbar sind. Die Bundesregierung hat die Bedarfe der Industrie bisher in keinster Weise berücksichtigt. Man hat gerade mal jüngst bei einer Überarbeitung durch das Wirtschaftsministerium den Aufwuchs an Strombedarf durch die Elektromobilität berücksichtigt, wobei viele Experten sagen, dass dieses auch viel zu zaghaft erfolgt ist. Und die ganzen Prognosen über die Stromverbräuche doch aus der Wirtschaft sehr viel höher sind als die aus den Ministerien. Allein die chemische Industrie hat in einer Studie nachgewiesen, dass sie ungefähr denselben Strombedarf hat, wie heutzutage schon in der Bundesrepublik erzeugt wird, nur um ihre chemischen Anlagen in Deutschland von Carbonfeuerung auf Strom- oder Wasserstoffwirtschaft umzustellen. Das zeigt diesen immensen Energiebedarf. Hinzu kommen auch noch Kohle, Aluminium und Düngemittelproduzenten, die alle sehr, sehr viel Energie brauchen. Und wenn wir es nicht schaffen, diese flächendeckend und das ganze Jahr über mit Energie zu versorgen und hier gleichzeitig der Forderung der Europäischen Union des vermehrten Einsatzes erneuerbarer Energien Sorge zu tragen, dann geraten wir in eine riesige Stromlücke, die in der Tat dazu führen wird, dass wir Stromausfälle haben werden, wie sie in Indien oder neuerdings auch in China an der Tagesordnung sind. Und das wird gleichzeitig zu enormen materiellen Schäden in den Fabrikationen führen. Und die Politik, und das beklage ich, hat überhaupt keine Vorstellung davon, was sie mit diesen Maßnahmen alles anrichtet. Das kann man wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht nur mutmaßen, aber es würde mich trotzdem mal interessieren, wie Ihre Einschätzung dazu ist. Was kommt auf die Bürger zu, wenn die Entwicklung so ungünstig verliefe, wie Sie das eben beschrieben haben? Ja, zuerst einmal kommt auf die Bürger ein steigender Strompreis zu. Wenn es
dazu kommt, wird die deutsche Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das wird zur Abwanderung von Produktionskapazitäten aus dem energieteuren Deutschland in energiegünstigere Länder außerhalb Deutschlands oder teilweise auch außerhalb Europas führen, was zum Abnahme der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen hier führen wird und damit auch zu einem Einbrechen der Sozialversicherungsleistungen der Unternehmen. Und wir haben uns ja ein sehr kommodes Sozialversicherungssystem aufgebaut, gerade auch unter den letzten beiden großen Koalitionen. Das ohne Schulden zu finanzieren, ist heute schon nicht möglich. Und das wird wahrscheinlich noch viel mehr Schulden bedürfen, um das in Zukunft zu stemmen, falls wir es nicht schaffen, die deutsche Wirtschaft und auch in Europa uns kostenmindernd auf diese Neuerung im Energiesektor einzustellen. Ich habe da allergrößte Sorge, dass es viele Firmen, auch viele befreundete Firmen, mittelständische Firmen auf der Strecke bleiben werden und sie es einfach nicht schaffen, ihre Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können. Das ist für einen Unternehmer das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich dergestalt verschlechtern und in diesem Fall auch noch politisch indiziert verschlechtern, dass sie nicht mehr im internationalen Wettbewerb mithalten können. Und deshalb engagiere ich mich für den Verband der Familienunternehmer und ich engagiere mich auch persönlich in der Energiedebatte dafür, dass wir hier die Kirche im Dorf lassen und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und dafür sorgen, dass die energieverbrauchende Industrie hier abgestellt wird, einfach dem höheren Ziel des Klimaschutzes folgen. Wir müssen das erreichen, aber wir müssen dafür marktwirtschaftliche Instrumente benutzen und keine Planwirtschaft. Das ist schon in Osteuropa nicht gut gelaufen und es wird hier auch nicht gut laufen. Es ist ja nicht so, wenn Unternehmen weggehen, dass sie einfach sagen, okay, wir hören jetzt hier auf und wir gehen nach Frankreich, da ist der Strom günstiger. Es ist jetzt auch vielfach die Rede, dass es so zu einem schleichenden Ausstieg kommt. Das heißt, dass einfach nur nicht neue Kapazitäten hier nicht aufgebaut werden, sondern dass die eben gleich woanders aufgebaut werden, sodass man einen plötzlichen Wechsel nicht wahrnimmt. Wie stark ist Ihrer Einschätzung nach diese schleichende Entwicklung schon? Also diese schleichende Entwicklung läuft seit Jahren, weil die Energiepreise schon seit Jahren nicht konkurrenzfähig in Deutschland mehr sind. Die wenigsten Unternehmen hängen das natürlich an die große Glocke, weil das sind ja auch keine positiven Nachrichten. Aber die meisten größeren Familienunternehmen, die ich kenne, haben schon seit vielen Jahren Töchter im Ausland gegründet und Arbeitsplätze dorthin verlegt. Teilweise durch Wachstum initiiert, was positiv ist, teilweise aber auch dann parallel bei uns Arbeitsplätze abgebaut. Das fällt zurzeit vielleicht gar nicht so auf, weil wir durch die Demografie ohnehin Arbeitskräfte oder Fachkräftemangel haben. Aber gerade im Mittelstand fürchte ich diese Zentrifugalkräfte der Abwanderung, gerade im Mittelstand weiter sich beschleunigen. Und dann wird es ein sehr, sehr harter Weg, diese Firmen wieder zurückzuholen oder Firmen zu begeistern, in Deutschland zu investieren, weil wir haben ja nicht nur hohe Energiekosten, wir haben auch hohe Steuern, die höchsten in Europa, wir haben hohe Sozialabgaben und unsere Infrastruktur ist ja auch nicht im allerbesten Zustand, wenn man an schnelle Datenübertragungsnetze, aber auch Straßen- und Eisenbahn denkt, da sind uns andere Länder inzwischen weit voraus. Wir waren mal sozusagen der Innovationsbringer für die Welt. Diese Rolle haben wir lange verloren. Wir laufen eher diesen Geschehnissen hinterher. Und das zeigt eigentlich, dass wir schon immense Verluste haben verzeichnen müssen, die nicht in der Zeitung standen, die aber einfach stattgefunden sind, haben. Ja, bei der Klimadebatte, so ein Gedanke, den ich gerade habe, da ist ja häufig die Rede von Kipppunkten und da liegt es möglicherweise ja auch nahe, dass man sich auch schon Sorgen machen muss, ob wir nicht auch in wirtschaftlicher Hinsicht auch eventuell auf so einen Kipppunkt zulaufen, von dem an die Dinge einfach dann eskalieren, ja, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber es ist ja so, dass es auch jetzt
immerhin Versuche gibt, auch die quälende Situation und ja auch die stark polarisierte Diskussion um diese Themen irgendwie aufzubrechen. Und einer dieser Versuche kommt ja auch aus Ihrem Hause. Zusammen mit der Gesellschaft für Rechtspolitik soll jetzt eine Tagung in Berlin zum Energierecht stattfinden. Und da sollen gegensätzliche Akteure wieder zu einem konstruktiven Diskurs finden. Natürlich braucht man sowas, aber was versprechen Sie sich konkret davon? Die Diskussion über den Klimawandel und die Energiewende läuft viel zu sehr in Silos oder Blasen, wie man es auch nennt. Juristen sprechen mit Juristen, Politiker mit Politikern, Klimaforscher mit Klimaforscher vielleicht noch mit Politikern, aber nicht mit der Wirtschaft. Und die Politiker reden mit der Wirtschaft, hören aber nicht zu. Und deshalb redet jeder für sich, jeder macht seine eigenen Ziele. Und es findet ein unkoordinierter Prozess statt. Und das weiß jeder, der mal mit Organisationen zu tun hat, gehabt hat. Unkoordinierte Prozesse enden meistens im Nichts oder in der Katastrophe. Und deshalb haben wir mit einigen Wissenschaftlern, Volkswirten, Juristen, Unternehmern und anderen gesellschaftlichen Gruppen in Allianz mit der Gesellschaft für Rechtspolitik für Ende des Monats ein Gesprächsforum ins Leben gerufen, in welchem wir interdisziplinär über das Thema Klimawandel sprechen muss, um zu gemeinsamen Lösungen und gemeinsamen Vorschlägen für die politischen Akteure zu kommen. Es nützt nichts, wenn die Politik uns Vorgaben macht und wir nicht wissen, wie wir sie umsetzen. Da sollte oder das Bundesverfassungsgericht Urteile spricht über die Generationsgerechtigkeit in der Energiewende, ohne sich vorher bei der Wirtschaft zu erkundigen, wie denn ihre Sicht der Dinge sind, sondern das rein nach der Aktenlage abhandelt. Wir müssen in den Dialog kommen und nur dann werden wir es auch schaffen, marktwirtschaftlich die Energiewende, die wir alle ja unbedingt für notwendig halten, und wir müssen den Klimaschutz Vorschub leisten, um das gemeinsam auch wirklich hinzubekommen. Das kriegt weder die Politik noch die Wirtschaft alleine hin, noch die Wissenschaft. Wir sind alle aufeinander angewiesen und deshalb wollen wir hier erstmals in Deutschland in diesen Dialog eintreten. Und ich bin recht zuverlässig, dass wir dort verwertbare Ergebnisse erarbeiten werden und dann natürlich auch offen und transparent an die Medien und damit auch an die Bevölkerung weitergeben können. Und hoffen natürlich, dass die Politik dann auch unsere Vorschläge zumindest anteilig berücksichtigt. Ja, dann darf man gespannt sein, wie sich diese Entwicklung mit der Tagung am 20. und 21. Oktober ist es ja in Berlin, wie sich diese Entwicklung dann auf dort weiter fortsetzt. Dann darf man gespannt sein und wir sehen uns da auch, weil ich auch da von der Tagung wieder berichten werde. Für heute danke ich Ihnen erstmal sehr herzlich für dieses Gespräch und bis auf bald in Berlin. Ja, vielen Dank. Es war auch mal an mir eine Freude. Danke. Tschüss. Dankeschön.